Ja, und hier Krummsporn. Oh, und ich bin über Oreo Koiki hinweggefahren. So, dann holen wir uns hier wieder frisches Obst und Wasser. Und sind jetzt bei Oreo Koiki. So, mal sehen, wie freundlich mich die Jungs hier empfangen. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen Speer in den Kopf. Segne nach Oreo Koiki und such dort nach Spuren. Ja, sprich mit der Stammesanführerin der Wahaki. That symbol. It looks like the one we saw on the abandoned ship. Ja. Quests. Die geschminkten Masken. Ich habe Oreo Koiki erreicht und es gibt hier seltsame Spuren an der Präsenz des bleiernen Schlüssels. Von der maskenähnlichen Gesichtsbemalung der Wahaki bis hin zur Kunst. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich mich umsehe. Das war die eine Sache. Und fruchtbare Allianz. Ich bin auf Oreo Koiki angelangt. Der Häuptling der Wahaki möchte vielleicht das Angebot von Onikasa hören. Ah. Tekeo als Begleiter. Das heißt, Seraphin, du machst mal Urlaub. Seraphin raus. Palegida mal raus. Tekeo und Maya rein. So, wieder nach Oreo Koiki. Weil vielleicht ist es besser mit Ondras Günstling hier aufzutauchen. Oh, Maya hat sogar noch was zu sagen. Also erstmal hier Level-Ups. Athletik. Geschichte. Oh, 2 Punkte. Tötet die Bestien mit all seiner Stärke. Genauigkeit gegen Bestienziele, Schaden gegen Bestienziele. Hm. Ermächtigungspunkte klingt immer gut. Oder was hätten wir noch? Nö. Erhöht die Durchschlagskraft der Verbündeten im Bereich. Löst ein lautes Stimmgewehr aus, das Gegner nach hinten wirft und betäubt. Ah, nehmen wir mal das da. Kleine Schilde. Gut, das war sein einziger Level-Up. Welches Level hat die Kyo dann jetzt? 16, na, er hängt ja ein bisschen hinterher, so wie es aussieht. Ja, er hängt ein gutes Stück hinterher. Maya auch, aber nicht ganz so. Ach, sie kriegt Überleben. Und etwas Alchemie. Ja, rachsüchtige Trauer hätte ich gerne.
Und die Inspirationsbombe, die ist immer gut. Kriegsbogen. Und weiter. So, was hast du jetzt zu sagen, Maya? I can tell that something's on your mind, and I owe you an explanation. Ich sehe schon, dass dir was auf dem Herzen liegt und ich schulde dir eine Erklärung. Maya nickt, hebt ihr Kinn und brüstet sich. Troha is eccentric. I know. Even in the Navy, I never knew what to make of her. Troha ist exzentrisch. Ich weiß. Sogar in der Marine wusste ich nie, was ich von ihr halten sollte. You might be asking yourself why one of the tribals would be stalking her. And if that has anything to do with our little mission. Du könntest dich jetzt fragen, warum einer der Stammesangehörigen ja nachstehen würde und ob das etwas mit unserer kleinen Mission zu tun hat. Der Gedanke ist mir schon einmal gekommen. Mission, eine interessante Wortwahl, nichts sagen. Nehmen wir die 1. I won't insult your intelligence. Of course it does. Ich werde deine Intelligenz nicht beleidigen, natürlich hat es das. Atsura is doing important work in the Deadfire. He's bringing peace, order, bounty. Not everyone sees it that way, so he has to keep his intentions quiet. Aha, Bounty wird als Reichtum übersetzt. Atsura verrichtet wichtige Arbeit im Todesfeuer. Er bringt Frieden, Ordnung, Reichtum. Nicht jeder sieht das so, also muss er seine Absichten möglichst verdeckt halten. I know the secrecy doesn't look good, but I can promise you that this is for a better Deadfire. Ich weiß, dass diese Geheimniskrämerei nicht gut aussieht, aber ich kann dir versprechen, dass es das Beste für das Todesfeuer ist. Seid ihr beide Spione? Der ihm nachgestellt hat, war nicht einfach ein Verrückter oder Dieb, oder? Ist da noch etwas, das du mir nicht erzählst? Das ist alles für den Moment. Seid ihr beide Spione? Nehmen wir mal die 2. Probably not. Leave it to the Juana to distrust a lone Rautanian who knows her business. Vermutlich nicht. Überlass es dem Juana, einer einzelnen Rautanerin zu misstrauen, die ihr Handwerk versteht. Die Ikeo verschränkt die Arme und wartet gespannt. Doesn't surprise me that they'd want to keep an eye on outsider business or get in the way of it. Überrascht mich nicht, dass sie ein Auge auf das Tun und Schaffen eines Fremden haben oder sich dem sogar den Weg stellen wollen. Seid ihr etwa beide Spione? Wenn ich Informationen von einem Ort zu einem anderen bringe, macht mich das zur Spionin? Nein, das macht dich zum Laufburschen. Ich denke, es hängt davon ab, auf welcher Seite des Zauns man steht. Ist da noch etwas, das du mir nicht erzählst? Yes, of course there is, and plenty else besides. You think Atsura tells me everything? Ja, natürlich ist da noch mehr, viel mehr. Glaubst du, Atsura erzählt mir alles? Whatever he has planned for the Deadfire, I'm only a small part of it. But I still need to protect my part. Was auch immer er für das Todesfeuer geplant hat, ich bin nur ein kleiner Teil davon. Aber ich muss mich trotzdem darum kümmern, dass er erledigt wird. Aha. Alof nickt. Dabei spielt er ein leichtes Lächeln um seine Lippen, weil er selbstständig ist. Das ist alles. All it's worth, you're doing a great thing for the Deadfire. You'll see that someday. Jedenfalls tust du etwas Großartiges für das Todesfeuer. Das wirst du eines Tages einsehen. Ja, lass uns hier verschwinden. Okay, ganze Truppe bitte. Die haben immer noch den privaten Tanzsegen. Okay. Das Gemälde auf dem Pfeiler ähnelt dem Symbol, das vor dem blauen Schlüssel verwendet wurde. Okay, ich habe so das Gefühl, sobald ich über diese Brücke gehe, bin ich Toast. Ich könnte hier klauen. Hier unten ist aber niemand. Hier ist ein Versteck im Baum. Verseuchte Koiki. Diese Koiki-Frucht ist bereits überreif, sieht aber noch immer essbar aus. Doch gegen das Licht gehalten zeigt sich, dass die vermeintliche Kerne unter der Schale winzige Beinchen, Flügel und fies aussehende Scheren haben. Die kleinen Kreaturen scheinen momentan inaktiv zu sein, aber was bei einem unvorsichtigen Biss passieren könnte, steht in den Sternen. Okay. Die Klippenwand des Feuersteiner vorspringen. Hoch oben kannst du die Form von Steinruinen ausmachen. Das Terrain liefert eine Menge Möglichkeiten, um Halt zu finden, doch allein aufgrund seiner Länge würde der Aufstieg viel Kraft und Mühe kosten. Einen sicheren Weg zu finden, könnte die Risiken einer schweren Kletterpartie minimieren. Ja, okay, gehen wir mal erst weg hier. Gehen wir erstmal zum Aufzug und reden mit der Person, die da noch rumsteht.
und gucken mal unsere Formation an. Ah ja, eine junge Frau tritt zum Rand der Klippe und sieht mit einem belustigen Grinsen nach unten. Sie fährt mit dem Finger an der Wölbung eines langen Jagdbogens entlang. You keep turning up like a chipped Asada. Du tauchst immer wieder auf wie eine angeschlagene Asata, sie nickt Takeo zu. Something keeps drawing me back to Oreo Koiki, I say. Irgendwas zieht mich immer wieder zurück nach Oreo Koiki, sage ich. Takeo zwinkert ihr zu. Don't let Awata hear you say that. Das solltest du Awata besser nicht hören lassen. Mit einem stillen Runzeln richtet sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich. You went into the jungle for animal hides, I say, and found yourself in an empty clearing. Du bist auf der Jagd nach Tierhäuten in den Dschungel gegangen, sage ich, und hast eine verlassene Lichtung gefunden. Was? Das habe ich nicht. Weiter zuhören. Akira, silence is wise. Akira, Stille ist Weisheit. You turned around and retraced your steps back to your ship, where it was safe. Du hast dich umgedreht und deine Schritte zurück zu deinem Schiff verfolgt, wo es sicher war. Sie nimmt ihren Jagdbogen und legt einen Pfeil an, mit dem sie in deine Richtung zieht. Ja, mal, ich will einfach nur reden. Ginge das? Not if you cannot listen. Nicht, wenn du nicht zuhören kannst. Mit einem Seufzen richtet sie den Pfeil auf den Boden. If you came to blunt my teeth with chatter, try to keep it short. Wenn du gekommen bist, um meine Zähne mit Gerede abzustumpfen, dann fass dich besser kurz. Was ist das für ein Ort? Kann ich die Festung betreten? Ich möchte mit deiner Anführerin sprechen. Ich bringe das Angebot eines Bündnisses von Königin Onikasa der Zweiten. Was ist das für ein Ort? You came all this way, not knowing what you would find? Was sagst du? Du bist den ganzen Weg gekommen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Interessiert neigt sie ihren Kopf. You stand before the den of the Wahaki. Our fortress, our sanctuary, our temple. And outsiders are unwelcome. Vor dir steht, siehst du den Unterschlupf der Wahiki, unsere Festung, unser Heiligtum, unser Tempel. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Kann ich die Festung betreten? No. You think I stand here for my health? Ja. Nein, denkst du, ich stehe hier zum Spaß herum? Only the Wahaki are allowed on Oreo Koiki. Nur den Wahaki ist der Aufenthalt auf Oreo Koiki gestattet. Ich möchte mit deinen Anführern sprechen. You have an audience with me. Ruasare doesn't waste time on outsider vagrants. Du kannst mit mir sprechen. Ruasare verschwendet keine Zeit mit fremden Herumtreibern. Was haben wir denn da? 1000 Kupfer, ich möchte dem Stamm Tribut zollen. Ich bringe das Angebot eines Bündnisses von Kundigen Onikasa. Ich möchte die Kumpsporninsel finden und den dortigen Anführer ausschalten. Dachte, das könnte sie interessieren. Ich möchte mehr über euren Stamm erfahren. Ich möchte die mächtige Wahaki-Anführerin mit meiner Ehrerbietung überhäufen und mich von ihrer Vortrefflichkeit verneigen. Ich komme mit einer Warnung. Die Sklavenhändler von Kumsporn wollen sich an euch rächen. Vergiss es. Ich möchte mehr über euren Stamm erfahren. So wie ihre Hand zu ihrem Gürtel geleitet, versteht sie deine Worte entweder nicht oder sie gefallen ihr nicht. Takeon wippt den Gedanken verloren. Maya seufzt durch die Nase, okay? Deeper. Deeper how? Mehr? Inwiefern mehr? Kipper kneift die Augen zusammen. Ich möchte etwas mehr über die Leute erfahren, die alten Katastrophen überlebt haben. Ich möchte die Wahaki beobachten, wer sie sind und wie sie leben. Ich möchte etwas über den gefürchtesten und berühmtesten Stamm im Todesfeuer erfahren. Sie nickt langsam, ihr Gesichtsausdruck ist reserviert. There are many eyes on you, outsider. Use your time in Oreo Koiki wisely. Ruasare will be expecting you inside. Ruasare wird dich drin erwarten. Sie deutet einer Wache an der Klippe, den Aufzug hinabzulassen. Seeing as you've earned your way up from nuisance to guest, find me if you feel like trading. Da du dich mittlerweile vom Plagegeist zum Gast gemausert hast, kannst du zu mir kommen, wenn du handeln möchtest. Gepär verschränkt die Arme und entfernt sich von der Klippe. Gut. Formation. Machen wir so. Ja. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Flaschenzugmechanismus führt dieser Aufzug bis zur Höhe des Plateaus. Ja. Den Aufzug nehmen, als das Knasten von Holz und Seil begleitet den Aufzug auf dem Weg nach oben. Ein Huana mit einem fremdländischen Vogel als Freund. Ja, Kipea, klauen will ich nicht unbedingt.